Machen wir wieder mal was Neues. Eigentlich war das jetzt nichts Neues, weil die Therme sind so oder so Therme. Aber bei den Bruchtherme gibt es jetzt noch ein paar Besonderheiten und die muss ich euch noch zeigen. Ein Bruchtherm ist ein Therm, der ein Bruch ist und im Nenner mindestens eine Variable hat. Oder und spätestens jetzt erinnert man sich sofort an das, was man in der ersten Klasse gelernt hat, nämlich eine Division durch Null ist nicht erlaubt. Aber das ist ja wie eine Division zu lesen, 5 dividiert durch x. Und da kann das x durchaus einmal 0 ergeben. Auch da kann der Nenner 0 ergeben, nämlich genau dann, wenn das x 2 ist. Weil 2 minus 2 ist 0. Und auch da kann der Nenner 0 ergeben, nämlich genau dann, wenn das x die Zahl minus 0,5 ist. 2 mal minus 0,5 ist minus 1, plus 1 ist 0. Und deswegen müssen wir bei jeder von diesen Bruchgleichungen eine sogenannte Definitionsmenge angeben. Und das schaut dann so aus. Definitionsmenge sind alle rationalen Zahlen ohne 0. Das gilt jetzt für das. Hier Definitionsmenge sind die rationalen Zahlen ohne 2. Und hier Definitionsmenge sind die rationalen Zahlen ohne minus 0,5. Das muss man immer angeben. Es könnte ja sein, dass das auch so ausschaut. Da kann es jetzt passieren, dass man mehrere Zahlen einfach ausschließen, weil die Definitionsmenge, wenn ich das sage, ist die Menge der rationalen Zahlen. Schmarrn. Das sind immer die reellen Zahlen. Also, die Definitionsmenge ist die Menge der reellen Zahlen ohne. Naja, und was kann passieren? Es kann passieren, dass das x 0 ist, weil 0 mal die Klammer ist 0. Oder es kann passieren, dass das 0 wird, wenn das x 3 wird. Oder. Wenn das so ausschaut, dann wann kann der Nenner 0 werden, wenn entweder das 0 wird oder das 0 wird? Also Definitionsmenge ist die Menge der reellen Zahlen ohne. Das kann 0 werden, wenn x minus 3 ist, weil minus 3 plus 3 ist 0. Und der Term kann 0 werden, wenn das x 4 wird, weil 4 minus 4 ist 0.